Dein Bräutigam kommt heute an. Sein Vater schreibt es mir in diesem Brief. Wie? Wenn ich ihn sehen, ein wenig prüfen könnte, ohne dass er weiß, wer ich bin. Lisette ist nicht dumm. Sie könnte für kurze Zeit meinen Platz einnehmen, ich den ihren. Doron wird uns heute besuchen. Er hat mich gebeten, sich Ihnen zunächst in der Gestalt seines Dieners vorstellen zu dürfen, der seinerseits den Herrn spielen soll. Doch ist es besser, wir lassen die Liebe beiseite und bleiben gute Freunde. Das ist jetzt wieder eine von den Antworten, die mich rasend machen, weißt du was? Dann tu doch, was du willst, ich geh's auf. Ich bin ein armer Idiot, dass ich auf alles Hübsche in der Welt hereinfalle. Ein Diener dieses Hauses ersuchte mich, ich möchte hier eintreten. Man würde meinen Schwiegervater, der von meiner Frau wäre, benachrichtigen. Wer ist es ja noch nicht? Recht, mein Herr, die Ehe ist ja noch nicht geschlossen. Ich bin doch dazu da, um sie zu schließen. Warten Sie gefälligst ab, bis es geschehen sein wird. Um Gottes Willen, was für Umstände? Er ist doch heute schon so gut mein Schwiegervater wie morgen. Du hattest mir versprochen, deine albernen und trivialen Redensarten zu unterlassen. Ich werde mich in Zukunft besser benehmen. Ja, hoffentlich. Ihre Güte blendet mich. Ich falle ihr zu Füßen. Ich wünsche dir nichts Gutes, nichts Schlechtes. Ich liebe dich. Ich hasse dich nicht. Ich liebe dich nicht. Ich könnte dich niemals lieben und ich müsste geradezu in Wahnsinn verfallen. So, jetzt weißt du, woran du bist. Hast du mir sonst noch was zu sagen? Ich jedenfalls bin fertig. Man ist nicht Herr seines Schicksals. Ja, die Väter und Mütter machen alles nach ihrem Kopf. Aber mein Herz hätte sie gewählt, gleich viel in welcher Gestalt sie mir gegenübergetreten wären. Ja, also los! Wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern reich und vornehm und dich so begehrte, wie ich dich jetzt liebe, würde dann dein Herz mir gehören. Sicher. Der Diener, der den Wichtigtuer spielt, hat ihn wohl bei Ihnen angeschwärzt. Du Teufel! Sein Diener will in die Sache hineinsitzen! Ich traue ihm nicht, er ist ein Schwätzer! Du bist sicher! Ich werde sie zur Frau begehren! Ja, und nein! Kannst du noch zweifeln, dass ich dich anbete? Diese Affe! Ich habe also nicht so viel Macht über ihn, wie ich dachte. Aber es könnte spaßig werden.